Im Moment sitzen ja auch ganz viele zu Hause im Homeoffice. Auch wenn man keinen guten Bürostuhl hat, ist es eigentlich immer einfacher, wenn man vorne an der Kante sitzt. Die wichtigsten Punkte im Sitzen ist einmal, dass man so hoch sitzt, dass die Knie immer über 90 Grad im Winkel sind. Von der Hüfte ist es wichtig, dass das Becken aufgerichtet ist, dass man wirklich wie in einer Art Hohlkreuz sitzt, das Brustbein leicht gehoben und die Schultern locker hängen. Und wenn man dem Tisch entgegenkommt, nicht so entgegenkommen, sondern Drehpunkt in der Hüfte so entgegenkommen. Also gerade wenn man am Laptop oder am Schreibtisch schreibt, insgesamt nach vorne kommen mit einem geraden Rücken. Wichtig ist aber auch immer, nicht die ganze Zeit sitzen, sondern immer, egal wofür man aufstehen könnte, dass man wirklich aufsteht zum Telefonieren oder wenn man auch Post macht oder ähnliche Geschichten. Wichtig ist, auf beide Beine gleichzeitig stellen, nicht in diese Schnackstellung, sage ich immer. Im oberen Bereich wirklich das Brustbein heben und die Schultern neben dem Körper locker hängen lassen, weil die meisten klappen so nach vorne und ziehen auch die Schultern hoch. Und das gibt einfach massive Nackenverspannung auf die Dauer und auch Kopfschmerzen. Und dadurch, dass wir doch immer wieder in dieser Beuge im Laufe des Tages relativ viel sind, ob es im Auto ist oder am Schreibtisch, ist es ganz wichtig, auch Übungen zu machen, dass man hier den Brustkorb einfach wieder öffnet. Gibt es Übungen, einfach die ganz easy sind, wie man überall machen kann, am Schreibtisch oder auch so zwischendurch. Einfach ab und zu mal die Schultern kreisen, gleichzeitig oder auch nacheinander. Dadurch kriegt man auch eine schöne Bewegung in die Wirbelsäule rein. Und auch mal die Arme hochheben, wirklich ganz hochheben, richtig in die Überstreckung gehen und über die Seite runter. Und einfach ein paar Mal wiederholen auch und ein bisschen mit der Atmung auch spielen. Und auch ganz schön ist es, als wenn man Rückenschwimm macht, mit langen Armen gleichmäßig eine Bewegung einzündet, dass man nicht immer nur in dieser verharrten Stellung ist. Und meine Lieblingsübung, um wirklich in so eine aufrechte Haltung auch mal wieder zu kommen, ich nenne sie immer 100-Mal-Übung, ist wirklich das Brustbein massiv hoch anheben, Arme lang strecken, nach außen drehen, die Schultern runterziehen, nicht nach hinten, nach unten, als wenn man die Schulterblätter in die Hosentasche steckt. Halten, feststehen auf beiden Beinen, ein, zwei Atemzüge und locker lassen. Aber locker lassen, ohne wieder zusammenzufallen, sondern einfach mal in der Aufrichtung bleiben. Und 100-Mal-Übung heißt, weil man das einfach immer mal wieder zwischendurch 100 Mal am Tag macht. Dadurch, dass wir ja auch viel sitzen, ist bei uns allen eigentlich die Hüftbeugemuskulatur verkürzt. Und dazu gibt es eine ganz einfache Übung. Man kann sich festhalten oder auch ohne. Nimmt einen Fuß, nimmt Knie neben das andere Knie auf gleicher Höhe. Das Gesäß fester anspannen, dass man wirklich hier vorne eine Dehnung spürt. Wenn man es noch richtig gut machen möchte, Brustbein auch hier ein bisschen heben. Dass einfach hier mal die gesamte Beugemuskulatur gestreckt wird. Die letzte Übung ist im Sitzen und zwar hebt man ein Bein auf das Knie des anderen Beines, setzt sich wirklich massiv ins Hohlkreuz, also das Becken ganz doll aufrichten und Drehpunkt hier in der Hüfte nach vorne kommen, noch einen leichten Druck hier aufs Knie ausüben. Also dann kriegt man wirklich hier ein leichtes Ziehen und das ist wirklich ein Muskel, der ist bei so vielen Menschen, bei mir in der Praxis, total verhärtet und das ist auch sehr schmerzhaft im Laufe der Zeit. Ich weiß, das ist total schwer, immer dieses gerade Sitzen. Da muss man sich wirklich auch mental immer wieder dran erinnern. Motiviert euch einfach, macht doch kleine Post-its überall ran, weil man fällt sonst doch immer wieder zusammen. Das ist einfach so. Steht auch immer mal wieder auf, geht durch die Gegend, erledigt Sachen im Laufen und geht auch raus. Ich sage immer meinen Patienten, geht mindestens eine halbe Stunde am Tag spazieren. Und gerade das Gehen ist auch so wichtig, weil man da wieder eine Streckung des Hüftbeugers hat. Und man die Lungen auch wieder gut durchpustet. Also man ist wacher dadurch und es ist einfach definitiv gesünder. Durch den Sauerstoffaustausch kommt man auch in eine gute Entsäuerung rein. Und dieses Aufrechte sieht einfach auch viel besser aus, als wenn man so krumm vor den Menschen steht.